Leute, heute geht's weiter hier. Wir sind immer noch auf dem Weg zum Trader hier auf Bahnhof Deutsche Wölfe, irgendwas mit Future. Und ja, der Rob ist gerade eingetroffen. Ja, hier ist er. Hallo. Willkommen zurück bei DayZ, Future War, Bahnhof Deutsche Wölfe. Big hat schon gesagt und da ist auch wieder Big Quantum am Start hier. So, ich guck mal kurz hier rein. Was gibt's denn hier? Eine Farbtube. Ja, da war ich schon. Okay. Achso, da liegt dort eine Farbtube. Heute, ja. Heute wollen wir zum Trader, ne? Ja, es sind 3,5 Kilometer ungefähr. 3,5 Kilometer noch bis zum Trader. Außerhalb der Cities hast du jetzt nicht so viel Alien-Mist rumlaufen. Das ist eigentlich ganz gut, ne? Das ist angenehm. Ja, mir geht's so ein bisschen besser wieder. Ich sehe schon, bist wieder auf 47%. Ja, also läuft. Also ihr seht, wir sind immer noch mit dem Dschungel unterwegs. Ja, die Map ist halt als Dschungel gemoddet. Wir schlagen uns hier von Haus zu Haus. Wollen wir da hinten mal in die Holzhütte gucken? Ja. Ja, ne? Würde es sich anbieten, oder? Vielleicht ist da auch ein Brunnen. Könnte ich jetzt auf der Map gucken und könnte sehen, ob dort ein Brunnen ist, aber ich will überrascht sein. Brauchst du einen Brunnen? Ich habe noch ein bisschen zu trinken, habe ich noch. Also. Aber vielleicht finden wir mal ein paar Schafe oder so einen Scheiß, weil Essen wäre fast wichtiger noch. Warum ist meine Leiste unten ausgeblendet? Welche? Ich kann auch die Waffe nicht wegstecken. Ja, ist bei mir auch. Warte mal, da gehst du auf Pause. Und dann auf Options. Dann tust du mal hat anzeigen, alles auf deaktivieren. Ja, ja, das habe ich, kenne ich schon. Spielnachrichten, alles deaktivieren im Chat und dann gehst du mal auf Anwenden und zurück. Alles deaktivieren. Ja, und dann gehst du wieder, wenn du wieder im Spiel warst, gehst du wieder auf Options. So mache ich das immer. Meistens funktioniert es dann wieder alles aktivieren. So. Also seht ihr gleich, kleiner Trick. So, aktivieren. Da ist es wieder. Aktivieren. Und fortfahren. Da ist es wieder. Ha, schön. Nice. Ja, ich habe mir früher immer die Mühe gemacht, da Relog zu machen, aber ist nicht nötig. Nee, ist sinnlos. Trotzdem kann ich meine Waffe nicht wegstecken. Warum? Wie geht's denn eigentlich deinem Leistenbruch? Viel besser. Deswegen kann ich die Waffe nicht wegstecken. Ist nicht, bist du full oder was? Oder ist die Waffe kaputt? Nee, ich bin full. Ja, bei dem kleinen Kinderrucksack hier aus der Krabbelgruppe da. Ja, weil ich dir den großen gegeben habe, weil ich so ein absolut sozialer Mensch bin. Das ist eine Base von Never Give Up. Oh, yeah. Never gonna give you up. Er wird niemals aufgeben. Er will niemals aufgeben. War da eine fette Base hingebügelt hier? Problematische haben die ja gar keine Flaggen. Könnte ja einfach eine Base. Nee, muss ja eine Flagge sein. Irgendwo muss hier ein Grenzstein sein. Oder Eine Flagge. Eine Flag? Red Flag. Red Flag. Curse oder Quatsch, ein Curse dabei. Einen roten Audi A6 hat er. Krass. Oder ist das ein A4? Das ist ein A4. Nee, ist ein A6. A6, ja? Ja, ja. Für einen A4 mach mal auf die Bude. Für einen A4 ist er zu groß. Oh, Enter Passcode. Na los, lass weiter schlunzen. Okay. Was steht denn dort? Ein Trecker. Ist das ein Trecker? Ist das ein Traktor? Ja. Ich hab gedacht, so ein Golfcaddy wär's. Aber nee. Damit wär's. Also mit dem Golfcaddy wär ich zum Trader gefahren. Ja, also mit dem Golfcaddy zum Trader, das macht nicht jeder. Lass uns weitergehen. Was ist denn das? Ein Fendt oder ein John Deere? Was ist denn das? Lambo. Viele wissen das ja gar nicht, dass Lamborghini früher Fahrräder gebaut hat. Traktor. Fahrräder hat er auch gebaut, mit Spoiler. Rennfahrräder. Nee, Lamborghini hat tatsächlich Traktoren gebaut, ja. Viele denken ja auch, oh, das ist ein Traktor. Ja, es gibt tatsächlich viele Firmen, die Traktoren bauen, ne? Ja, Porsche hat früher auch Traktoren gebaut. Nein, Motoren hat Porsche gebaut. Nee, es gibt einen Traktor. Ja? Warte mal, dort ist eine Hütte. Ah, was eine Hütte ist, das eine Hütte? Also im Porsche Museum habe ich es mal gesehen, hier bei Crib. Crib, das Auto Magazine, kennst du das? Yes, Werbung. Und nee, ich werde nie bezahlt dafür, so für keine Werbung dann. Jedenfalls, da haben sie mal einen Porsche Traktor gezeigt. Krasse Bude, hä? Und wisst ihr, was er mal eingebaut hat? Stahlbrücken.
Stahlbrücken von MAN. Na wirklich, gibt es uralte Brücken in Deutschland noch? Also so wie alle Brücken in Deutschland uralt. Uralt und kaputt. Ja. Uralt und kaputt. Du gehst in die Hütte, ich geh in die Scheune. Ne Gag hab ich hier. Na ja, hier ein Huhn. Ich habe nicht viel zu tun. Ich glaube, er hört einen Huhn. Was ist denn das hier? Kann man das essen? Selbst injizieren. Ich weiß nicht, das ist auf Kyrillisch. Ich lieber nicht. Mach einfach mal fürs das Video. Giftgrün, du Honk. Ach so, sowas habe ich auch. Und dann habe ich noch was gefunden. Ein Glock Sabre Mag 15. Da steht Duracell drauf auf dem Magazin. Geil. Aber kein M200 Muni, ne? 9x19 Muni ist da drin. Achso, Spotter, okay. Ja, aber da steht Duracell auf dem Mac. Hier, willst du mal zeigen? Das ist cool. Für deinen Chat, für deinen Zuschauer. Hm? Ich nehm's mal. Wo ist das? Behalt's erstmal. Muss gucken, wo ich das gerade hin hab. Ja, wenn du voll bist, dann wirst du eine Weile gucken. Toilettenpapier, so geil. Ich hab Klopapier. Und während er in seinem Inventar stöberte, lief ich immer weiter. Ja. Soweit die Beine mich trugen. Ich hab gerade keine Ahnung. Damals, als ich dieses Spiel spielte, wurde ich von meinen Beinen getragen. Ach, da hinten rennt er. Auch zum Jagen haben mich diese Beine getragen. Beine getragen. Aber hier gibt es kein Essen, was hier rumläuft, oder? Nee. Das ist voll das vegane Video, Alter. Kein Essen läuft hier rum. Vor zwei Folgen haben wir mal Fleisch gegessen, gegrillt. Ja, das hatte ich aber vor zwei Wochen aufgenommen. Hier gejagt, das Schaf dort. Okay. Als ich mir den Server das erste Mal angeschaut habe, wo ich dann Rob geschrieben habe, wenn er mal das einrichten könnte, ja. Ja, geschrieben auf Telegram in seiner AfD-Gruppe, wo er immer rumhängt. Oh Gott, auf TikTok hat er mir einen kurzen TikTok geschickt. Hey Rob, was mal der Zeit? Nee, da hab ich ein Live gemacht. Da hab ich eine Live-Reaction gemacht auf diese Sprachlosigkeit, die davor herrscht. So, ich habe jetzt mein letztes Fleisch essen müssen. Ja, ich habe auch schon das letzte gegessen. Deswegen pisst mich das ein bisschen an, dass hier keine Kinder rumrennen. Keine Tiere. Keine Kinder, okay. Wir essen Kinder, wir sind die Elite. Ja, ne? Kinderblut, damit wir jung bleiben. Da hätte ich aber eher anfangen sollen damit. Ja, bei mir ist das Ding auch durch. Und jetzt? Geht's los, jetzt rennen wir rein in den Wald. Hoffentlich gibt's hier keine Alien-Bären oder so. Oh Gott, Alien-Bären. Drin ins Farngestrüpp. Aber das ist voll der Dschungel hier, oder? Ja. Jetzt hier so ein Raptor, ne? Weißt du noch? Was für ein Ohr? So ein Raptor. Raptor? Raptor. Yeah. Hier kommt Raptor. Alter, was für ein Dschungel. Wo ich reingehe, geht man raus. Wo ich drin war, ist der Klaus. Oh. Aber das ist rausgegangen, ne? Ja. Hier kommt Auto. Oh, weißt du, was ich heute Abend noch gucke? Was noch? Wenn ich mich ins Bett fläze, heute ist ja der Release Day. Auf Amazon Prime Fallout, die Serie. Ja, richtig. Geil. Ich habe schon ein Stück reingeschaut, so den Anfang. Mhm. Ist schon ein geiles Feeling. Also ich mag das, wenn die Filmemacher auch viel aus dem Spiel übernehmen. Ja, das stimmt. Möglichst nah dran sind. Welchen Wort gibt es denn? Was ist denn das für ein Wort? Soweit bin ich noch nicht. Ist das der 101 oder? Weiß ich nicht. Kann ich dir noch nicht sagen. Okay. Oh, alter Kumpel, mal die Base an dort. Wow. Wow, wow. Ich glaube, das ist der Admin-Base, oder? Sex with your ex. Nee, Max war das so. Max, don't have sex with your ex. Na, 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 na. Ja, so war das doch, oder? Ja, irgend sowas.
Wow, wow, Max. Oh ja, Alter. Bist du sexy, ex? Oh, ja, okay. Das lief früher, was heißt ja, früher, als ich noch so die letzten Stunden in meinem Leben in der Schule gefristet habe. Wir hatten ja dann nach der Wende, hatten wir ja dann so ein, wie hieß denn das, Schülerradio in der Schule? Mhm. Und das lief in die Pausen dann immer. Und da lief auch mal sowas und Loft, okay. Weißt du? So. Ja. Soll ich dir noch eins vorsingen? Kennst du Loft? Natürlich kenn ich Loft. Kennst du, pass auf. Mach Loft, komm. Nee, warte, kennst du noch? Shut up. Ja, das nee, ich mag das nicht. Ich mag das nicht, wenn mir jemand so ins Ohr singt, dass ich mit das Maul halten soll und mit dem Fernsehen soll. Du sollst Loft, mach Loft. Ja, sag mal. Ja, weil du nie drauf kommst, ich komme nämlich auch nie drauf. Ja, sag mal ein Lied von Loft. Schreib's mal in die Kommentare. Oh, das ist ein Street. Was gibt's denn von... Was war denn von Loft? Ich überlege gerade. Weißt du, welches Lied ich kenne? Max Payne. Oh, halt's mal, Alter. Max Payne 3. Ha? Max Payne. Ja, das beste Spiel. Da kommt ja auch ein Remake, ja? Da warte ich auch drauf. Das Jahr. Ja, kommt ein Remake. Vom ersten oder zweiten Teil. Die waren auch geil. Die habe ich auch früher gesuchtet. Mit der Bullet Cam. Nee, yes. Was war denn das? War das Bullet Cam oder hier? Ja, irgend sowas, wie bei Matrix. Mhm. Matrix bekommt natürlich auch noch Hitman. Einen Teil, ja. Bei Hitman gab es auch die Bullet Cam. Weißt du, welche Serie mir zuletzt gut gefallen hat, die ich geil fand, die auch ziemlich nah an der Vorlage ist? One Piece? Nee, Halo. Halo war auch gut, ja. Aber ich habe One Piece habe ich gefeiert. Nee, bin ich kein Fan von. Ist nicht so mein. Netflix. War richtig cool, richtig gut gemacht. Hab ja früher den Anime geguckt, jetzt habe ich die Serie geguckt. War richtig gut gemacht, also. Aber Halo war richtig cool, also. Gut ab. Ja, Halo. Ja, Halo hat ja schon viele Versuche gehabt, so als Film oder so. Als Film gab's die schon. Die sind ja alle kläglich gescheitert, weil die halt Wölfe. Um 12, ey, jetzt kommen Wölfe. Hier ist ein Bunker. Können wir uns im Bunker verteidigen? Ein Dragon Mac, oh. Wo sind die Wölfe? Die jaulen doch nur, wenn sie dich gesehen haben, oder? Ich glaube. Wir rennen mal weiter Richtung Trailer, es sind ja noch 400 yes. Meter. Oh, es reimt sich halt wieder alles, was ich raus habe. Ab zum Trailer. Kaum redest du mal von Halo, da kommen gleich wieder Wölfe. Hm. Immer so. Das sind bestimmt die deutschen Wölfe. Das ist immer so, wenn ich was sage, dann geht's los. Kommt bestimmt mal gleich ein Bär. Oh, hier ist ein Kaufland. Was? Ich höre einen Hirsch. Oh. Kaufland, alter Falter, das ist ja nice. Das ist ja richtig cool. Coole Idee auf jeden Fall, ja. Mhm. Ich meine, haben wir eh schon mal gesehen. Kaufland in Saufland hieß das. Nee, Kaufland hatte ich auch schon mal in der einen großen City hier, wo wir waren. Ach ja, stimmt. War, glaube ich, auch Bahnhof, oder? Mhm. Saufland hat man auch schon. Ich will das Tor schließen. Lass öffnen, kommt eh nichts rein. Nee, das hat keine Safe Zone hier, oder? Nee. Jedenfalls wurde nichts angezeigt. Mm-mm. Alter, die Base dort oben, das ist auch hart. Echt heftig. Kann man dort so hochbauen? In der Luft? Die haben bestimmt einen Turm hochgebaut und dann die Plattform. Mhm. Hier gibt's nichts. Hier gibt's nur ein Buch. Ja, weil der Trader hier unten ist. Du Helmträger. Alter. Hast du den wieder ausgeblendet? Ich hab einen Hirsch gehört. Ein Hirsch? Er hat einen Hirsch gehört. Ein Hirsch, der rührt. Ah. Also hier ist bei mir der Tretermarker. Hier ist eine Toxic Zone. Was? Was liegt hier rum? Medical. Oh, endlich. Was war das gerade? Ich habe keine Ahnung. Bin gerade verwirrt, wie eine Frau. Alter, was war denn das gerade? Ich weiß es nicht. Was hast denn du gerade wie so ein Vibe? Ich habe aber einen Mann, ich bin männlich. Hier war irgendwas. War das nicht im Teamspeak gerade der Sound?
Weiß ich nicht, war da im Teamspeak? Hast du das nie gehört? Du hast doch, wie so eine Frau. Oh, oh. Das war's nie, du. Nein, das war nicht ich. Okay. Das war Max Payne. Hallo. Das war Max Payne. Also ich finde hier keinen Trailer. Ich wollte es mir mal anschauen. Ist auch kein Trailer. Doch, hier ist ein Trailer. Wo denn? Da verkauft Medizin. Das ist ein Medizin-Trailer. Ich will... Essen und trinken. Gut, also im Krankenhaus... Ja, wir haben ja eh kein Geld, aber vielleicht gibt es hier ein paar Mümpeln. Hm. Muss ich mir hier doch jedes Gebäude mal anschauen. Oh, ein Kran. Alles sehr verwuchert hier. Mhm. Grünanlagenpfleger, keine Licht mehr gehabt hier. Oh, trinken. Gott. Hier ist ein ATM. Kriegst du Geld geschenkt hier? Nee, ne? Geld auf Konto 10.000. Ernsthaft? Ja. Ich guck mal, vielleicht finde ich den Trader noch. Ich höre auch einen Hirsch. Okay, ich habe 5.000 von meinem Konto abgebucht. Würde ich gern mal schauen, wo ich Alter, komm mal zu mir. Ich komm mal zu dir. Das ist ja Alter. Krass. Das ist ja krank. Komm mal hier rein. Und Kran. Krasser Scheiß. Alter, ich will mal den Crazy Shit auch angucken. Alter, ein Stargate. Sagt dir das was? Ja. Stargate in DC. Ja, halt die Fresse. Und hier liegt da. Ich will das Stargate sehen. Hier liegt ein größerer Backpack für dich. Ich hab schon einen. Hab gerade einen gefunden. Alter, da oben ist ein Stargate. Das ist geil. Finde ich cool. Muss ich mal screenshotten, den ja, Shit. Will ich auch. Ich mal mit meiner Steam-Community teilen. Boah. Das ist ja richtig geil. Das ist cool. So, gescreenshottet. Ein Stargate, Alter. Oh, ein Stargate gefunden. Nice, kann man da durchlaufen? Probier mal. Vor allen Dingen schicke ich dich vor. Oh. Oh Gott. Wo bist denn du? Ich habe keine Ahnung. Oh Scheiße. Die haben das Kriegsgebiet betreten. Oh fuck, bist du dumm. Kommst du wieder raus? Nee. Bist 900 Meter weg von mir. Warum? Ich bin ja voll im Kriegsgebiet. Oh Gott. Oh. Du Scheiße. Sorry, tut mir leid, Rob. Ich bin jetzt hier oben. Ich bin hier oben. Wo? Ich bin auf dieser Basis oben. Ach, dort. Oh Gott. Ach, du Scheiße. Oh, fuck. Aber kommst geile Idee hoch, auf jeden Fall. Kommst du hier hoch? Nee. Bleibst unten, ne? Lässt mich hier oben jetzt verrecken, oder? Ich suche einen Trainer. Okay. Ah, tut mir leid, Rob. Ich lässt mich jetzt hier oben verrecken. Ist da kein Stargate? Oder so ein... Ich guck gerade. MHD oder wie die das nennen hier, das Anwählgerät. Wer kennt denn von euch Stargate, Leute? Ich hab das früher lange geguckt. Oh fuck. Dort oben ist der Rob. Ich habe mich schon gefragt, wie man... Ich sag auch noch, Alter. Ah, hier ist der Klamottentreter. Ich sag auch noch, geh mal gucken. Der rennt rein. Weil ich mutig bin. Der rennt einfach rein. Da hätte man Knalli mitnehmen können, der macht das auch immer, was ich sage. Ja, nicht ich, immer. Ich hab halt keine Angst, ne? Sterbe ich dann, wenn ich hier wieder runter will? Ich weiß ja nicht, wie du dort runterkommst. Schreib mal in den Chat, vielleicht ist ein... Ich hab eine Granate gefunden. Okay. SG-5 Mag, 64 Schuss, Mützen Mag. Vielleicht ist hier ein Admin oder sowas unterwegs. Ich guck mich erstmal hier oben um. Wo hast du den ATM gefunden? Im Krankenhaus. Eine Landmine. Ach, hier ist auch einer.
Es ist ein Nebel hier oben, ey. Ich würde auch. Scheiß drauf. Warte mal, ich komme hoch. Ja? Ich kann den ja nicht alleine lassen. Bitte. Nee. Gibt's da irgendwas? Essen oder so? Ja, so Ammo-Zeugs. Aber irgendwie muss man da runterkommen. Sind dort Feinde? Also irgendwelche... Nee, also bis jetzt noch nichts. Es stand nur, du hast das Kriegsgebiet betreten. Okay, Leute, wir schauen uns mal an. Das wäre jetzt ein bisschen scheiße, den alleine dort zu lassen. Obwohl, verdient hat das. Ja. Wie immer. Ja, danke. Aber wir schauen uns Alter, mal an. Alter, hier schwebt ein Stein. So, Leute, ab durch Stargate, Vollgas. Hui. Der neblig hier oben. Oh, eine Milchflasche. Nimm ich mit. Dosenspaghetti, Alter. Okay, ich bin wieder am Start. Bin wieder dabei. Das ist die Scheiße, die wir auf Bahnhof auch hatten mit der Musik. Hast du das mal gesehen von mir? Ach, wo die Musik auf einmal angefangen hat zu spielen. Ja, im Bahnhof Land. Ja. Soll ich mal anmachen? Nee. Danke. Geh mal Bier holen, okay. Geh mal Bier holen. Habt ihr das gehört, Leute? Da steppt die Luzi. Ja, also hier geht's richtig ab hier oben im Bannerfland. Aber was denn für ein Kriegsgebiet? Ist das PvP-Zone oder so? Stand dort. Ah. Da gibt's nix. Aber wie kommen wir da wieder runter? Das ist jetzt das Problem. Wie kommen wir wieder runter? Derben. Ja. Nee, ich finde was. Ich finde eine Möglichkeit, dass wir heil wieder runterkommen. Muss es ja geben. Muss ja eine Möglichkeit geben, hier wieder runterzukommen. Ein übelst großes Tor, übelst großer Turm und drin liegt eine Brechstange. Super. Wie kommen wir aus dem Bahnhofland wieder raus? Das ist ja nicht Bahnhofland hier. Ja. Ja, eigentlich schon. Ja. Der Bahnhof. Mhm. Die Map. Aber der ist mal anders gemoddet, würde ich sagen. Es gibt hier kein Gegentor, ne, dazu. Ich habe kein Stargate gesehen, ne. Nee. Umhang. Bleibt jetzt vielleicht nur springen? Geil. Nee, ich springe ja nicht. Ja, weil eine Leiter gibt's ja auch nicht, oder? Ja, ein bisschen arschlang bis runter, oder? Ja. Ich weiß es nicht. Wenn wir uns dazu einen Airdrop ranhängen. Aber hier ist kein Stargate mehr, oder so. Mhm. Ach, ist das hoch. Wo bist denn du? Ganz oben? Du siehst mich doch. Da hört er. Okay, rein technisch betrachtet. Wie kommen wir hier wieder runter? Wie viele Minuten sind wir eigentlich? Ja, machen wir noch 2-3 Minuten. Also sterben wir ja richtig blöde. Ich weiß nicht, schreib mal in den Chat vielleicht. Vielleicht ist ja jemand da, den es interessiert, wie es uns geht. Hm. Wie man hier wieder rauskommt. Okay, ich bin gerade mal in die Halle reingerannt, vielleicht geht's dort wieder. Proxy-Midi-Chat. Da musst du umstellen. Komma, ne? Oh, glaub schon. Eventuell ist jemand da. Das ist der deutsche Wölfe, ne? Also müsst ihr eigentlich schon. Oh mein Gott. Vielleicht hier ausloggen, wenn du dich wieder einloggst, bist du wieder unten? Ich weiß nicht. Sagen, wir werden das bis zum nächsten Mal ausloten. Mhm. Ansonsten bleibt uns nur der Freitod. Der Freimaurer tot. Bornschür. Oh Gott. Wird auf jeden Fall ein geiler Short mit durch Stargate gehen.
Ja, auf jeden Fall. Na? Ja, hier noch hoch. Aber das hier nichts ist, ey. Das ist echt weird. Es soll wahrscheinlich eine PvP-Zone sein, denke ich mal. Oder ich stirbst und unten wieder rauskommst. Alter, ich bin jetzt ganz oben noch auf dem Turm hier. Aber ich spring nicht von dort oben, da stirbst du vielleicht. Ja. Aber hier ist halt auch so neblig, ja. Das sind Wolken, der Nebel. Der Nebel sind einfach Wolken. Ich weiß. Ich sehe das hier oben gerade. Oh. Aber hätte ja sein können, dass hier vielleicht ein Stargate ist, weißt du? Mhm. Ich guck gerade von oben aufs Gebiet. Nein, hier ist kein Stargate mehr. Ich muss nur durch irgendein Tor springen. Tja, da haben wir uns in den Nesseln gesetzt hier. Aber richtig. Du kommst hier hoch, du findest was und dann, um wieder runterzukommen, stirbst du. Das ist auch cool. Ja gut, aber ist jetzt vielleicht nicht schlimm. Nee. Ja, wenn wir unsere Leichen wieder erreichen. Oh. Dann haben wir alles wieder. Ja. Double Barrel Shotgun, geil. Ziehen wir jetzt schnell eine neue Gag an und dann können wir ja uns verschüssen, oder? Yes. Das klingt gut. So, jetzt, ich muss dann auch mein Inventar und alles mal ausloten hier, ey. So. Gut. Hier liegt noch ein M82. Auch nice. Ich habe noch nicht mal Money für meine. Aber ohne Mac. Knalli seine Lieblingswaffe. M82? Ja. Kann ich verstehen. Kann ich absolut verstehen. Halt, die Milchflasche kann ich eigentlich mitnehmen. Da kannst du Wasser. Ich habe eine Wasserflasche. Okay, ich kalt ist mir hier oben auch. Weiß nicht, wie wir hier wegkommen sollen. Nee. Ich hab auch keine Ahnung. Na gut, Leute, vielleicht wisst ihr ja mehr als wir. Dann schreibt uns mal. Ja, schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr schon mal hier wart. Oh, Reis, geil. Wenn ihr Böcke habt, no? Dann probieren wir das aus. Da hinten ist noch ein Haus. Ich schau da mal rein. Gut. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Oder genau. Zehn in Turm, wenn es wieder so hören und sehen vergehen. Ja. Ja. Macht's gut. Tschüssi.